Es gibt mehrere Plattwurmarten. Trotz ihrer unterschiedlichen Erscheinungsformen zeigen viele dieselben charakteristischen Merkmale. Zum Beispiel fällt es schwer, irgendwo an ihrem Körper ein Gesicht zu entdecken. So auch bei diesem Pseudobiceros Hancockanus. Schon der Name spricht Bände. Weil er keinen Blutkreislauf und keine Atmungsorgane hat, geschieht die Versorgung mit Sauerstoff durch Oberflächendiffusion. Das begrenzt einerseits die Körpergröße und deshalb ist er andererseits auch platt. Nur diese dezenten Fühler verraten, wo ein Gesicht sein könnte. Er hat zwar keine Augen, aber irgendwo auf dieser wabernden Masse sitzen spezielle Organe, Ozellen genannt, mit denen er die Richtung feststellen kann, aus der Licht kommt. Aber sein ungewöhnlichstes Organ ist wohl das Maul. Es fungiert nämlich gleichzeitig als Anus. Weil er kein Verdauungssystem hat, werden die Exkremente durch dieselbe Öffnung entsorgt, durch die sie als Futter hineingekommen sind. Diese anrüchige Kombination verdirbt ihm aber keineswegs den Appetit. Während der Paarungszeit einem anderen Plattwurm zu begegnen, kann riskant sein. Während bei vielen Tierarten um die Zeugungsrechte gekämpft wird, befehden Plattwürmer sich während des eigentlichen Paarungsaktes. Sie stellen sich zum Duell auf und präsentieren ihre Waffen. Hier streiten nicht zwei Machos darüber, wer den längsten hat. Diese Penisse können echten Schaden anrichten. Weil Plattwürmer zugleich männliche und weibliche Sexualorgane haben, kämpfen sie darum, wer den anderen besamen darf. Dieses erbitterte Gefecht wird auch Penisfechten genannt. En garde!